Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo die schönsten Menschen der Welt zusehen. Freut mich, dass ihr heute am Start seid. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Ich muss ganz schnell ein Update-Video machen hier. Wir haben eine Hörprobe bekommen. Bro, zu einem Song, auf den ich mich jetzt schon freue. Der kommt in 2 Wochen raus und... in 3 Wochen, sorry, der kommt in 3 Wochen raus. Und ich habe keine Ahnung, was wir erwarten können, sollen oder dürfen. Bro, es ist... Es ist verrückt, es ist ganz verrückt. Wir haben Katja zusammen mit Pietro, der Song wurde jetzt ja schon angekündigt, 1, 2 Tage oder so. Aber es ist Katja feat. Pietro feat. Dieter Bohlen. Also er wird wahrscheinlich musikalisch Beat, Instrumental, whatever hinzugefügt haben. Aber wir haben einfach Katja, Pietro und Dieter Bohlen mit You're My Heart, You're My Soul. In was für einem Universum, in was für einer Zeitlinie leben wir, dass das passiert? Ich bin super gespannt. Ich mag Pietro gerne, ich höre seine Musik privat nicht. Ich mag Katja, ihre Musik höre ich auch. Und zu Dieter habe ich halt gar keine Berührungspunkte, logischerweise irgendwie mehr. Bro, ich bin super gespannt, wir haben jetzt hier die Hörprobe. Schreibt mir unbedingt eure Meinung dazu rein. Wie überrascht seid ihr? Also, hä? Junge, ich bin gespannt, wir hören uns jetzt diese Hörprobe anmachen und dann haben wir in 3 Wochen einfach einen Song von Katja mit Dieter Bohlen zusammen. Hättet ihr das eine vor 5 Jahren gesagt? Oder meinetwegen vor 3 Jahren gesagt? Dass Katja mit Dieter Bohlen... Hättet ihr das jemand heute gesagt? Wenn ich es dir heute sage, ist es immer noch komisch, Mann. Ich bin super gespannt. Junge. Holy shit, Mann. Also, ey. Promo auf jeden Fall done right bei Katja mal wieder. Und auch wenn alle sagen, ist mit uns zwei wer doch krank. Wenn Bro. Ey, ich finde auch super cool, dass Pietro seine Cap immer auf hat, Junge. Er hat sie immer so einen Millimeter auf seinem Kopf nur auf. Ich liebe das, Junge. Okay. You're my heart, you're my soul. Junge. Dieter ist ja sogar da. Ach man, ey, irgendwie. Man kann von Dieter ja auch halten, was man will. Und bestimmt war nicht immer alles perfekt und so. Und er macht auch komische Sachen vielleicht manchmal. Auch hier und da eine Werbung, die ein bisschen hm ist. Aber Junge, er ist sich auch nicht zu schade für 1, 2 kleine Späßchen. Sitzt er da mit einer Iced Out D-Chain, steht er da, sorry, mit einer Iced Out Chain, wo ein D drauf ist, während Katja und Pietro Händchen haltend heiraten und Pietro You're My Heart, You're My Soul auf einen, keine Ahnung, was für ein Beat hier rappt. Junge, wo leben wir, dass wir dieses Bild sehen? Krass. Niemand kennt mich besser. Stay with you forever. Und doch wenn alle. Was passiert hier in diesem Universum, Junge? Okay. Ey, ich bin gespannt. Ey, wir haben jetzt quasi schon den Song gehört, so mäßig, ja. Ich bin trotzdem gespannt, wie es Musikvideo wird. Ich freue mich unfassbar auf das Musikvideo. Darauf freue ich mich am allermeisten. Es wird halt eine neue Version von You're My Heart, You're My Soul sein, ja, wo Katja singt, wo Pietro singt und wo der Beat ein bisschen aufgepeppt wurde, dass es in den Clubs laufen kann. Ja, wird jetzt nicht der keine Ahnung, das Meisterwerk hier, ja, der wird jetzt hier nicht, whatever, das Rad neu erfunden. Ich bin aber trotzdem gespannt, ich freue mich sehr auf dieses Lied und auf dieses Musikvideo und es ist eine coole Kooperation, weil wir haben jetzt hier eine Generation von Katja und Dieter, die aufeinander trifft, was cool ist, man, das sind so zwei Extreme. Krass. Ich bin gespannt, Junge. Ey, ich freue mich. Lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ich bin einfach gespannt. Wir werden sehen. In 3 Wochen kommt raus, wie gesagt, das Musikvideo. Ich bin gehypt auf das Musikvideo. Und der wird es hier auch direkt eine Reaction dazu geben. Bro, wir werden sehen. Habt einen wunderbaren Tag. Ihr bleibt fresh natürlich, so wie immer. Und ciao.